geredet worden vor dieser Partie. Das Spiel, es kann beginnen. Marcel Janssen. Er attackiert ihn, er will den Ball. Kagawa. Schön gemacht. Jetzt greift Klasse abgeblockt. Gestört hat er ihn, aber den Ball hat er nicht gekriegt. Dickmeier. Tesche. Schnell kann das gehen. Eine kleine Unaufmerksamkeit und schon ist der Ball weg. Schmelzer. Papastathopoulos. Das war eine faire Aktion. Und nun David Yarolin. Tesche. Dickmeier. Und der muss jetzt rein! Manchmal musst du es auch alleine versuchen, aber es hat nicht geklappt. Kagawa. Ich freue mich schon auf die Dribblings und auf die Übersteiger. Und der muss drin sein! Guck mal hin! Vorsicht, es ist noch nicht vorbei! Pfosten und! Muss Einwurf geben. Marcel Janssen. Und nun David Yarolin. Den Ball erkämpft und einen Angriff eingeleitet. Klasse hat er das gemacht, der Abwehrspieler. Dickmeier. Einwurf. Tesche. Ja, da muss man viel resoluter dazwischen gehen. So frei darf man natürlich niemanden ziehen lassen. Schmelzer. Ja, das ist nicht nur Teamwork. Das ist auch die Souveränität der Einzelspieler. Und nun David Yarolin. Ganz sauber den Zweikampf geführt und dem Gegner den Ball abgeluchst. Das muss es sein! Erstmal nur abgewehrt. Und schon kriegt er den Ball. Ein gutes Stellungsspiel. Ja, so eine Chance bekommt er nie mehr wieder. Das war knapp. Und da ist er gut dazwischen gegangen und hat den Angriff unterbunden. Schuss und... Und irgendwie kommt er an den Ball noch ran. Ja, das muss Ecke geben für den BVB. Die gibt's auch. Jetzt zieht er ab. Den hat er gut abgeblockt. Ja, klasse, wie der Abwehrspieler den Schuss abblockt. Und so bereinigt man eine solche Situation. Tesche. Ja,
so kann es weitergehen. Klasse, wie er den reingebracht hat. Aber er kann den Ball nicht festhalten. Kagawa. Marco Reus. Bender. Sicher in der Ballbehandlung. Ein wunderbarer Ball. Und jetzt achten wir mal alle gemeinsam auf die Entscheidung des Schiedsrichters. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Minuten Pause für die beiden Mannschaften. Die erste Hälfte ist beendet. Unparteiische vergewissert sich, dass alles in Ordnung ist und pfeift die zweite Halbzeit an. Marco Reus. Klasse, wie er die Situation vorausgeahnt hat. Klasse Zuspiel. Das kann nicht sein, das darf nicht sein. Gefährlicher Ballverlust. Tesche. Und Achtung, der könnte passen. Und jetzt ist alles wieder offen. Da macht er das Ding rein. Und wo steht er da? Genau richtig. Unglaublich. Also das ist wirklich dieser Instinkt, am richtigen Ort zu sein. Und das ist genau die richtige. Eine fantastische Flanke. Da hatte die Abwehr überhaupt keine Möglichkeit einzugreifen. Gündogan. Bender. Marco Reus. Tesche. Und nun David Jarolin. So sieht ein Pass aus. Das ist es! Da ist nichts draus geworden aus der Einzelaktion. Der Gegner ist erleichtert. Gespielt. Jetzt eine gute Flanke. Klasse Zuspiel. Jetzt kann er flanken. Bender. Jetzt haben sie sich die Führung geholt.
ärgert er sich nicht darüber, dass er an dieser Stelle den Ball verloren hat. Pass in die Spitze. Schön, das öffnet das Spiel, aber er muss ankommen. Hummels. Marco Reus. Schöner Pass. Und jetzt. Jawohl, der fliegt genau in die Arme des Torhüters. Bender. Gündogan. Piszczek. Gündogan. Marco Reus. Tesche. Dickmeier. Ja, das könnte was werden. Jetzt spielt sie doch nach vorne. Und die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Er bringt noch mal einen frischen Spieler, weil er hofft, dass die Niederlage vielleicht doch noch verhindert werden kann. Und das Ende vom Lied in dieser Situation. Unter Druck den Ball ins Ausgespielt. Schmelzer. Einwurf. Jetzt bringt der Trainer noch einen neuen Spieler, aber das dient wohl in erster Linie dazu, die Führung über die Zeit zu bringen. Castro. Schmelzer. Und nun David Jarolin. Und weg ist der Stürmer. Oh! Toll, wie er das macht. Und das sah nicht ungefährlich aus. Gut, dass da noch ein Abwehrspieler dazwischen war. Souverän geklärt. Und jetzt heißt es, hau rein, Willi. Sie wollen noch gewinnen. Was natürlich die Gefahr in sich birgt, Manni, dass man da in Konter läuft. Ein harmloser Roller ist das gewesen. Wir haben sowas früher Kullerball genannt. Dickmeier. Tesche. Ich gehe jede Wette ein, dass der heute ohne Gegentreffer bleibt. Es wird gewechselt. Geht das Spiel jetzt in eine andere Richtung? Der Trainer bringt zwei frische Kräfte auf einen Schlag. Vertane Chance. Ja, aber er trifft den Ball auch überhaupt nicht richtig. Also, das ist einfach keine gute Schusstechnik. Also, der Ball kommt ja in den Strafraum. Das ist das Mindeste, was man erwarten kann bei einem Heckstoß. Aber das war dann kein Torabschluss. Und nun Adrian Ramos. Gündogan. Meine Güte, solch ein Pass sieht man auch nicht alle Tage. Nee, richtig fein gespielt. Also im Moment ist das... Auf der Linie hat er ohnehin seine Stärken. Den hat er super rausgeholt. Und mit einem weiteren Treffer können sie das Spiel jetzt entscheiden.
Der könnte passen. Jetzt haben wir das Endergebnis. 2:1. Was für ein beeindruckendes Spiel. So wollen wir es haben. Ja, da geht das Herz auf. Offensive pur. Zaubereien, Tricksereien. Absoluter Wahnsinn. Das war doch ein super Fußballspiel, was wir da gesehen haben. Da kann man sich beruhigt in den Feierabend verabschieden. Mein Name ist Manni Breukmann. Tschüss, bis zum nächsten Mal.